Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutz, mein Dorf und ich. Heute mal eine kleine Folge Neuigkeiten. Es kam ja schon seit 4 Wochen kein Video mehr. Und zwar wegen privaten Gründen und krankheitsbedingt konnte ich jetzt die letzten Wochen leider kein Video aufnehmen. Da ich auch im Moment, sag ich mal, kein Videomaterial habe. Also ich habe im Moment auch nicht wirklich was mit dem Deutz gemacht. Ich habe deswegen auch gar kein Video. Ja, heute soll es einfach nur mal wieder ein bisschen Neuigkeiten geben, dass ich mal wieder auf einem neuen Stand sei. Keine Angst, es werden bald auch wieder Videos kommen. Auf jeden Fall, ja, ich wollte noch mal den Bauwagen zeigen, denn der hat jetzt TÜV und ist angemeldet. Ja, er hat ein Nummernschild, er hat ein Typenschild und er hat eine Fahrgestellnummer. Da. Er ist jetzt offiziell angemeldet mit Papieren, Briefpapiere. Und versichert und TÜV. Ja, so sieht er halt noch von innen aus. Wir haben jetzt die Zierleisten alle dran gemacht. Wir haben die Dachspitzen zugemacht. Ich war jetzt schon ein paar Mal mit unterwegs. Es fehlt jetzt nur noch hier das Ofenrohr, dass ich das fertig mache. Und dann ist der Wagen auch fertig. Er hat jetzt hier die andere Deichsel. Wer mir auf Instagram folgt, hat das mit Sicherheit auch schon gesehen. Ja, also der ist eigentlich soweit fertig, fehlt nur noch, wie gesagt, das Ofenrohr. Und dann wäre er soweit fertig. Ist gerade ein bisschen windig hier draußen. Ja, was gibt es sonst noch so Neues? Ich fahre ja einen Audi A6, wer das vielleicht weiß, aus meinen Videos und auch von Instagram. Und ich habe mir die letzten Tage noch ein Audi geholt. Steht hier. Ein Audi 80 Coupé. Ja, zeige ich einfach mal ein bisschen. Ist ein Audi 80 Coupé, Baujahr 90, 5 Zylinder, Quattro. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da steht's, Quattro. Ja. Den bin ich gerade am fertig machen. Hat schon 290.000 gelaufen. Ist auch in einem echt üblen Zustand. Die Inneneinrichtung passt nicht mehr so ganz. Der ist schon mal beilackiert worden und das ziemlich schlecht. Der Motor läuft nicht vernünftig. Da habe ich jetzt schon die Tage was gemacht hier. Die Riemen jetzt schon mal getauscht hier. Habe die Zündung komplett überholt. Ich mache mal kurz die Haube auf. Ich habe die Zündung komplett überholt, also an der liegt es nicht. Habe sämtliche Unterdruckschläuche, die kaputt waren, neu gemacht. Nach dem Zahnriemen geguckt, der ist okay. Das Leerlaufregelventil kontrolliert. Temperaturgeber kontrolliert, ja. Batterie ist gerade draußen zum Laden. Die Abdeckung hier fehlt. Die Batterieabdeckung fehlt, die brauche ich noch. Und hier und da halt noch so Kleinigkeiten. Aber der Motor läuft, wie gesagt, nicht vernünftig. Da muss ich dann nochmal mit einem Bekannten nachgucken. In der Zündung liegt schon mal nicht. Ich denke mal, ich habe ein Kraftstoffproblem oder er hat auf irgendeinem Zylinder keine Kompression mehr, weil er läuft nicht sauber auf allen Zylindern. Ja, gehen wir mal unter das Auto. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Auspuff ist ab. Mittelschalldämpfer hier schon mal neu gekommen. Der Cut sieht auch noch relativ gut aus. Allerdings haben sie hier vorne das zugeschweißt. Statt dem Kugelgelenk hier. Ist eigentlich auch nicht so gut, weil dann reißen gerne die Krümmer mit der Downpipe. Muss ich halt gucken, ob ich das hier abschneide und mache hier ein Flexstück irgendwie zwischen. Aber es passt ja eigentlich nicht so wegen dem Halter. Oder ich besorge mir das originale Kugelstück und schweiße das wieder hier zwischen. Da muss ich noch mal gucken, weil das gefällt mir so gar nicht. Ja, hier sämtliche Buchsen vom Stabi und so müssten mal neu, die sind rissig. Und hinten das Differential leckt ein bisschen Öl. Weil da diese eine Dichtung hier kaputt ist von der Diffsperre. Man sieht natürlich jetzt hier gar nichts. Keine Lampe hier. Ja, und so Kleinigkeiten, der ist schon mal tiefer gelegt worden mit H&R-Federn. Die sind aber so knüppelhart, dass das Auto quasi nur höppelt und nicht federt.
Deswegen will ich die eventuell auch tauschen. Die Gummibuchsen von den Axtträgern hier sind schon mal alle neu gekommen. Aber die Schrauben sind halt rostig und die Teller. Also ich will, wenn die vorne an die Hinterachse einmal komplett ausbauen, komplett neu machen. Also sprich schleifen, neu lackieren. Auch hier die Achsschenkel. Der hier scheint schon mal neu gekommen zu sein. Der ist nämlich nicht ganz so gammelig. Aber der hier drüben und die ganzen Buchsen von den Stabis und so sind halt alle rissig. Und die Muttern und Gewinde sind eigentlich nicht mehr so gut. Achsmanschetten hat er schon mal neu gekriegt. Die sehen alle noch recht frisch aus. Bremsen muss ich machen. Und optisch ist halt viel zu tun. Ich habe im Innenraum schon viel gemacht. Da ging nämlich sämtliche Elektrik fast nicht. Im Moment geht es auch nicht, weil halt die Batterie nicht drin ist. Deswegen ist es ja auch jetzt viel zu dunkel drin in dem Auto. Muss ich mal gucken, ob ich mal Licht ankriege. Oh, ist aber viel zu dunkel hier drinnen wahrscheinlich. Ja, ist halt ein Coupé. Also Zweitürer Coupé. Ja, so sieht es hier drin aus. Alles mit Wurzelholz. Hat blaue Sitze und blaue Türpappen, die aber nicht zu diesem Auto gehören. Denn er hat schwarzes Armaturenbrett und schwarze Innenausstattung und grauen Dachhimmel, grauen Teppich und die Seitenpolster von den Rücksitzbank sind auch grau. Also der hatte wohl mal die schwarzen Türpappen und die dunklen Sitze drin. Ja, ob ich die tausche, muss ich mal gucken. Die sind noch eigentlich gar nicht so schlecht vom Zustand, müsste halt alles nochmal sauber gemacht werden. Aber eigentlich hätte ich es gerne wieder original und würde sie gerne tauschen. Aber da muss ich nochmal welche finden, die fürs Coupé sind, nämlich gar nicht so einfach zu finden. Ja, hier der Türgriff zum Beispiel, das ist sowas, das ist hier gebrochen. Das muss nochmal gemacht werden. Ja, sonst hier gingen halt, wie gesagt, sämtliche Lampen in den Zusatzinstrumenten und so gingen sämtliche Lampen nicht. Die habe ich alle neu gemacht. Hab sämtliche Steckverbindungen repariert, die hier kaputt waren. Schiebedach hat er auch, das funktioniert Gott sei Dank. Der Dachhimmel hängt auch nicht runter, weil da haben die auch oft Probleme mit. Der rechte Fensterheber geht nicht, da muss ich nochmal nachgucken. Ist auch so eine Audi 80 Krankheit. Der linke geht Gott sei Dank noch. Deswegen ist ja auch hier offen. Ja, Heizung funktioniert. Nebelscheinwerfer, Blinker, geht alles. Hupe geht nicht. Ich habe aber auch gesehen, vorne ist gar keine verbaut irgendwo. Ich habe keine gesehen. Die fehlt also gänzlich. Da muss ich nochmal gucken, wo die Kabel liegen und wo die überhaupt sitzt. Ja. Und hier und da halt so Kleinigkeiten. Das war auch, glaube ich, mal ein Raucherauto, weil der Aschenbecher sieht ziemlich benutzt aus hier. Und es riecht auch relativ hier drinnen. Also, es geht, aber es riecht nicht nach Muff. Es müsste halt nur mal wieder sauber gemacht werden. Wahrscheinlich werde ich den einmal zum Aufbereiter bringen, wenn er dann läuft. Das muss ich mal schauen. Auf jeden Fall habe ich schon viel an diesem Auto jetzt hier repariert und gemacht und getan. Ja. Wichtig ist halt, dass der Motor wieder läuft. Das muss ich erstmal hinkriegen, dass der Motor wieder vernünftig läuft. Das ist das A und O. Und dann kann ich mich an den Rest begeben, sprich Achsen raus. Die neuen Buchsen alle in das Fahrwerk und hast du nicht gesehen, neue Bremsen. Und dann soll er auch erstmal optisch so bleiben. Ich werde nur hinten die eine Beule, die er hat, rausmachen, eine neue Stoßstange dran. Und dann werde ich ihn so erstmal zum TÜV bringen, dass er technisch gemacht ist und werde ihn dann anfangen, optisch zu machen. Weil Rost hat er eigentlich gar keinen, er hat nur hier und da ein bisschen Flugrost und die Zierleisten an den Türen lösen sich ab, so halt so die typischen Coupé-Krankheiten. Aber hier ist halt kein Schweller durchgerostet, nichts. Hat hier ein bisschen Rost am Schweller, aber ist halt alles noch da. Hinten an den Radläufen zum Beispiel hatte er gar nichts, also die Radläufe sind tipptopp. Ja, hier hängt die Stoßstange ein bisschen daneben, weil er hier halt einen hinten aufgekriegt hat. Das muss ich noch machen, die ist gebrochen und die ist auch silber, wie ihr seht. Die ist auch schon mal überlackiert. Die vordere ist auch silber, also da hat schon mal wer die Stoßstangen getauscht, auf jeden Fall. Die Heckschriftzüge fehlen, die Audi-Ringe und so, da steht nur noch das Quadro dran, der Rest fehlt alles. Ja, im Kofferraum hat er innen drin so ein bisschen oberflächlichen Rost.
Aber er ist halt nicht durchgerostet. Was bei denen ja auch immer mal gern passiert. Ach, ist alles ziemlich eng hier. Ach, es geht ja auch gar nicht auf hier. Zu weit hinten geparkt. Ja, so sieht es im Kofferraum aus. Die Abdeckung fehlt, die Hutablage fehlt und. Also die meiste Arbeit ist ja wirklich optisch. Ja, hier schon einen neuen Zahnriemen drin liegen, eine neue Wasserpumpe. Und es liegen da auch neue Dichtungen bei für die Antriebswellen zum Getriebe. Die liegen schon vom Vorbesitzer da drin. Ja, also noch viel, viel Arbeit. Aber der hat schon viel Zusatz, schickimicki. Also der hat beheizbare Heckscheibe, der hat Schiebedach, der hat beheizbare Waschdüsen, der hat elektrische Fettzähler, elektrische Außenspiegel, Differentialsperre hinten. Also ein Kram. Das Radio ist auch nicht mehr das Originale, fällt mir gerade ein. Also trotzdem ein Kassettenradio drin, obwohl es nicht das Originale ist. Das fliegt auch raus. Das habe ich auch noch nicht wieder zum Laufen gebracht, das Radio. Ich bin ja mehr so original, da soll vielleicht auch wieder ein originales rein oder ein USB-Radio. Mal schauen. Hier die Zierleisten lösen sich ab. Da muss ich dann von innen auch mal nachgucken hier. Das ist auch so eine Krankheit. Aber die hier scheinen einfach nur abgefallen zu sein. Da muss ich auch noch mal nachgucken. Die Felgen sind nicht mehr die schönsten, die muss ich aufarbeiten. Und. Also auf jeden Fall noch viel Arbeit dran. An dem Auto, also mal so eben ist das nicht. Den Schlossträger haben wir hier schon rausgenommen, um besser dran zu kommen vorne. Das ist bei dem Auto eigentlich ganz schön gemacht. Ja, habe jetzt vorhin die Riemen hier nochmal getauscht. Und die Spannschraube erneuert hier für die Servopumpe. Weil die auch festgegangen waren, dann war sie abgerissen. Stimmt, der hat nämlich auch noch eine Servo. Also eine Servolenkung fällt mir gerade ein. Hatten auch nicht alle, aber er hat keine Klimaanlage. Das ist das Einzige, was er nicht hat. Aber stört mich auch nicht. Ich habe den vor, jetzt im Sommer zu fahren dann. Wenn er wieder soweit fertig ist. Aber das ist noch langer Weg, das dauert noch. Hier zum Beispiel die Kühlerabdeckung hier oben fehlt da auch. Die habe ich mir schon bestellt. Die untere brauche ich auch noch, die fehlt da auch noch. Ja, hier und da den Ansaugschlauch von der Kaija-Tonin hier, von der Schlauchscheibe, da muss ich auch nochmal zur Ansaugbrücke, muss ich auch nochmal neu machen, die hat Risse. Und dann brauche ich halt komplett Service, ne? Motoröl, Filter, Zahnriemen, Bremsflüssigkeit, Kühlerflüssigkeit, alles einmal tauschen. Auch hier Differential- und Getriebeöl will ich einmal gerne tauschen, dass er einmal komplett wieder frische Flüssigkeiten hat. Das ist mir halt wichtig. Aber erstmal will ich halt den Motor wieder zum Laufen kriegen. Das ist das A und O. Das ist jetzt so halt mein Winterprojekt hier. Ja. Heute mal nur quasi über das Auto und ein bisschen Neuigkeiten. Kommen bald wieder Videos, keine Angst, eventuell auch zu dem Audi. Ich denke, das möchte auch der ein oder andere gerne sehen. Da werde ich dann auch mal die Kamera mitlaufen lassen. Das ist, denke ich mal, auch eine ganz coole Geschichte, so ein bisschen Oldschool-Technik schrauben. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.